Es ist der 24. Februar 2022 und der Krieg flutet unsere Bildschirme. Mit ihm melden sich die Experten zu Wort. Die Ukraine hat überhaupt gar keine Chance. Meine Bewertung ist, dass es nur um ein paar Tage gehen wird. Dass natürlich dieser Truppenaufmarsch eine Inszenierung ist, davon gehe ich auch aus. In den Talkshows räumen Virologen, Wissenschaftler und auch Karl Lauterbach ihre Plätze. Nur ein paar Experten, die immer und zu allem was zu sagen haben, bleiben sitzen. Sie alle haben versucht, uns zu erklären, was da in der Ukraine gerade passiert. Wir müssen über diesen Krieg und über diese Konsequenzen sprechen. Aber diesen Angriffskrieg zu deuten, das fällt Experten und Politikern schwer. Manche liegen dabei immer wieder daneben. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Ich habe mich bei diesem Thema auch schon oft genug getäuscht. Aber ein Jahr nach Kriegsbeginn wissen wir heute vieles genauer. Und wir ziehen Bilanz. Hier sind 5 Expertenirrtümer über den Ukraine-Krieg. Irrtum Nummer 1. Russland wird die Ukraine nicht überfallen. In den Jahren vor der Invasion haben sich sehr, sehr viele Menschen verschätzt. So wie Gerhard Schröder. Zum Beispiel, als der damalige Bundeskanzler am 22. November 2004 bei Beckmann über seine Beziehung zu Wladimir Putin spricht. Da besteht so ein Grundvertrauen, dass man einander die Wahrheit sagt, auch wenn die Interessen unterschiedlich sind. Ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Ich glaube ihm das und ich bin davon überzeugt, dass er das ist. Nur wenige können sich damals vorstellen, dass Wladimir Putin ernst macht und die direkte Konfrontation mit dem Westen eingehen wird. Und das trotz vieler Anzeichen. Die Krim-Annexion 2014, fortdauernde Kämpfe im Grenzgebiet und vor allem in den Monaten vor dem Angriff zieht Putin mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammen. Und wie kommentieren die Experten das? Zum Beispiel Hubert Seipel am 27. Januar 2022 bei Maischberger in der ARD. Wir leben in einer ziemlichen Hysterie. Und dass natürlich dieser Truppenaufmarsch eine Inszenierung ist, davon gehe ich auch aus. Alexander Rahr sagt über Putin: Ich glaube, dass er eine Drohkulisse aufbaut, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Bei Markus Lanz diskutieren der ehemalige Botschafter Rüdiger von Fritsch und Journalistin Kerstin Münstermann. Russland hat verschiedene Optionen auf dem Tisch, versucht maximal vorzugehen und merkt, es stößt an eine Grenze, an die westliche Reaktion und wird am Ende nicht so weit gehen. Das ist im Ukraine-Konflikt genauso gewesen, wo man weitergehende Ziele 2014 hatte. Aber das ist das Prinzip diplomatisches Hoffen. Russland wird nicht so weit gehen. Von heute aus betrachtet sind das erstaunliche Fehleinschätzungen. Dabei gab es Leute, die nüchtern Daten gecheckt und Schlüsse daraus gezogen haben. Die richtigen Schlüsse. So wie der 22-jährige Benjamin Pittet. Sein Hobby? Er durchforstet öffentlich verfügbare Geodaten gemeinsam mit anderen Netzermittlern auf der ganzen Welt. Für ihre Recherchen hat sich der Begriff OSINT, Open Source Intelligence, etabliert. Wichtige Belege über Truppenbewegungen machte er bereits am 22. Dezember, also gut 2 Monate vor dem Angriff, auf Twitter öffentlich. Auf dieser Basis nahe Klintsi scheint es einige Bewegungen zu geben. Nahe der Ukraine wurden viele kleine Lager errichtet. Hier eine Liste. Damit scheint er so manchem Experten weit voraus zu sein. Als die russische Armee die Ukraine dann attackiert, gibt es den nächsten großen Irrtum. Irrtum Nummer 2. Die Ukraine ist schnell besiegt. Es ist kein Geheimnis, dass Putin beim Einmarsch seiner Truppen mit einem schnellen Sieg gerechnet hat. Und viele im Westen haben anfangs genauso gedacht. Auch ein deutscher Ex-General, Erich Fahrt. Also militärisch gesehen ist die Sache gelaufen und meine Bewertung ist, dass es nur um ein paar Tage gehen wird und nicht mehr. So denkt auch der SPD-Politiker und gern gesehene Talkshow-Gast Ralf Stegner im ZDF. Und Russland ist das größte Land der Welt, die zweitgrößte Atommacht und die Ukraine hat überhaupt gar keine Chance. Und der Philosoph Richard David Precht sagt in seinem Podcast: Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung. Aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen, weil man sich ergeben muss. Ja, fest steht aber, nach einem Jahr ist der Krieg immer noch nicht entschieden. Das bringt uns auch schon zum nächsten Experten-Fail. Irrtum Nummer 3. Russland kämpft mit einer Hightech-Armee. Und noch einmal, Brigadegeneral AD und immerhin ehemaliger Berater Angela Merkels, Erich Warth. Na, ich denke, Putin wird diesen Krieg gewinnen, weil die russischen Streitkräfte modern sind. Die ukrainischen Streitkräfte
haben veraltetes Gerät, sind in einer wahnsinnig schlechten Position. Zu Beginn des Krieges teilen viele Experten seine Meinung, so wie ein weiterer Ex-General, Hans-Lothar Domröse. Die ukrainischen Streitkräfte, übrigens wie jedes einzelne Land, ist einer Hightech-Armee unterlegen. Ich fürchte, so leid mir das tut, mein Herz blutet, die Ukrainer werden diese Schlacht nicht gewinnen können. Wie sich herausstellt, ist die Armee keinesfalls technisch und personell so gut aufgestellt, wie von Experten beurteilt. Aber aus dieser Fehleinschätzung folgt der nächste Punkt. Irrtum Nummer 4. Eroberungen, Offensiven und Rückschläge. Immer wieder sollen Experten den Kriegsverlauf einordnen. Dabei verschätzen sich einige grob. Zum Beispiel, wenn es um die Hafenstadt Odessa geht. Und, Überraschung, da ist er wieder. Die Russen greifen aus der Krim heraus jetzt Richtung Odessa an. Ich denke, die Stadt wird auch in Kürze genommen werden. Aber Odessa, wie auch andere strategisch wichtige Orte, wurden bis heute nicht vollständig von Russland eingenommen. Auch von den Gegenoffensiven waren Experten immer wieder überrascht. Sie hatten der Ukraine anfangs gar nicht zugetraut, Gebiete zurückerobern zu können. Nach dem ukrainischen Vorstoß in der Region Kharkiv äußerte sich Ben Hodges, ein früherer amerikanischer Drei-Sterne-General, im Oktober 2022 so. Ich bin zuversichtlich, dass die ukrainischen Streitkräfte die russischen vor Jahresende auf die Vorkriegsgrenzen zurückdrängen werden. Heute wissen wir es besser. So viele Fails. Das führt uns jetzt zu Irrtum Nummer 5. Experten haben immer recht. Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt, ganz klar. Aber im Gegensatz zu Krake Paul können unsere Ukraine-Experten ihre Fehler erkennen. Im November erklärt Talkshow-General Erich Wart: Ich glaube, wir haben die Russen am Anfang des Krieges sicherlich überschätzt. Also ich gehörte auch zu den Analysten, die gesagt haben, das wird nicht lange gut gehen. Wir haben uns da alle verschätzt. Klar ist, Talkshows brauchen Expertinnen und Experten. Aber da geht es manchmal nicht um Expertise, sondern um reine Präsenz. Ein Jahr dauert der Krieg bereits an. Und die Einschätzungen der Experten zum Verlauf gleichen einem nervösen Auf und Ab. Besser schnell vergessen, im Nebel des Krieges. Welcher Moment aus einem Jahr Krieg ist denn bei euch besonders hängen geblieben? Wie sieht's aus? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Und wo besser keine Irrtümer passieren dürfen, das seht ihr im Video neben mir, unsere Doku über deutsche Helfer, die in der Ukraine Minen beseitigen.